insgesamt 130.000 Pillen im Pott, Alter. Genau, also kurz nochmal für dich, Steven. Du darfst nicht bei 64.000 verlieren und bist dann wieder bei 500. Du musst dann sagen, ich steig aus. Also, ne, du musst. Es geht da, wo du am Ende bist. Das ist wichtig, okay, für die Wette. Also, wenn du einmal über 32.000 bist, heißt nicht, du hast gepackt. Alter, Crank setzt 32.000 darauf, dass du die 32.000-Marke schaffst. Holy. Alter, Lob, ja. Klarfeld schreibt in Versalien in den Chat, all in auf 9. Ja, ich gehe bei 50 Euro raus. Ja, wir machen hier ein Ranking. Wir gucken mal, wer wie weit kommt. Michael schreibt, kein Druck, Bruder. Bis gleich, Fabian. Also, Alter, was setzt ihr gerade alle rein? Habt ihr alle Bock zu wetten? Ist ja komplett wild. Ja, ist kein Druck, Steven, aber es sind ja knapp 140.000 Pillen im Pott. Okay, 50 Euro. Die erste Frage, du hattest jetzt Zeit zum Googlen, lautet, was zeichnet sich durch verzerrte Gitarrenakkorde aus? Digga, was? Nochmal. Warte mal. Nochmal, du kannst im Chat gucken, da steht die Frage nochmal geschrieben. Also nicht im Chat, im Stream. Was zeichnet sich durch verzerrte Gitarrenakkorde aus? A. Rechtschaffender Bikini. B. Glaubwürdige Bluse. C. Grundsolider Slip. Oder D. Ehrlicher Rock. D. Bist du dir sicher? Glaubst du nicht an den grundsoliden Slip? Nee. Nee. Okay, D. Herr Cevapovisicki, das ist die erste richtige Antwort. Sie sind bei 100 Euro. Guten Morgen, liebe Lena. Okay, 100-Euro-Frage. Stefan macht die Soundeffekte. Okay, 100 Euro. Steven, bist du eigentlich gerade noch im Bett? Ich bin auf der Couch, Nama schläft noch. Ja, bist du nackt? Was? Komplett verpeilt auf der Couch, Alter. Okay, 100-Euro-Frage. Was hat man häufig Insekten zu verdanken? A. Grafiken. B. Stiche. C. Gemälde. Oder D. Skulpturen. Stiche. B. Du überleg erstmal nicht, dass du falsch antwortest. Aber B ist richtig. 100 Euro für Steven. Okay. Stefan? Soundeffekt? Achso, gibt es danach auch einen Soundeffekt? Okay, dann nicht. Keine Ahnung. Wenn es auf 50 Euro ist, dann auch noch 100 Euro. Okay. Nächste Frage. Was steht bei vielen Briten schon zum Frühstück auf dem Speiseplan? A. Schweinemärchen. B. Ferkelgeschichte. C. Eberepos oder D. Sausage. Vielleicht nochmal anders ausgesprochen. Was steht bei vielen Briten schon zum Frühstück auf dem Speiseplan? Schweinemärchen, Ferkelgeschichte, Eberepos oder Sausage? Ja, Sausage. Sausage, Bruder. Sausage. So, ey. Guck mal hier. Was ist ein Eber? Eberepos, Alter, Digga. Guten Morgen. Toll, ja, dass du mir einen Kaffee bringst. Oh, Alter, tut mir leid, ich bin hier gerade vor 130 Leuten. Steven spielt gerade um die Million. Ich kann keinen Kaffee bringen. Da habe ich in den Chat geschrieben. Nicht gelesen. Und ganz viele haben gesagt, ja. Nicht gelesen, tut mir leid. Guten Morgen. Tut mir leid, nicht gelesen. Geil auch, dass ich Eberepos nicht ausgesprochen habe, nicht Eber-Epos. Ja. Okay, Sausage ist richtig, Steven. Kommen wir zur nächsten Frage. 300 Euro, du bist bei der Moxie-Frage, wo er, glaube ich, oder bei der nächsten ist er gescheitert, eins und beiden. Wer verdankt seine Bezeichnung leider nicht regelmäßiger Bildschirmpräsenz? Soap-Sternchen, Serienmörder, Fernsehkoch oder Quizmaster? Oh oh! Ich habe die Frage auch im ersten Moment nicht verstanden. Nächstes, Steven. Bitte, was? Steven googelt schon, ey. Nächste Frage. Nee, Mann, ich muss warten, dass im Stream diese Ding kommt. Okay, nochmal. Seine Bezeichnung leider nicht regelmäßiger Bildschirm. Soap-Sternchen, Serienmörder, Fernsehkoch, Quizmaster. Vielleicht liest du die Frage nochmal vor. Er hat sie selber gerade vorgelesen, er liest sie im Stream. Du kannst auch einen Joker nehmen, Steven. Na
Nein, Steven, kommst du drauf? Digga, warte, ich muss. Warte mal. Mama, hier runter, bitte. Dankeschön. Und? Ja, gleich. Ah! Nicht regelmäßiger Bildschirmpräsenz. Steven. What the fuck? Aber ich habe auch was gebraucht. Ich habe beim allerersten Mal es auch nicht gecheckt. Hallo Ruhe im Publikum, hab, bitte. Schau, du musst eigentlich diese Soundeffekte machen. Dum, 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 dum. Ich nehme den Joker. Oh, was für ein Joker? Willst du wieder anrufen? Publikum? Willst du einen aus dem Chat oder 50-50? Ich rufe Phony an. Okay, dann. Okay, ja, da brauche ich nicht mehr. Steven, dring, Steven dring. Ruft Veronika an. Klingelingeling, klingelingeling, klingelingeling. Bölle, 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 bölle. Nein, du musst erst annehmen. Klingelingeling. Ah, stimmt. Bölle, bölle, bölle. Bölle, bölle, bölle. Gotcha. Gotcha. Ja, wer ist da? Hallo, hier ist Günther Stiefelhagen. Wir haben hier einen Freund von Ihnen auf dem Stuhl sitzen. Leider nur in Boxershorts. Sein Name ist auf der Couch. Sein Name ist Cevape Physike und er ist schon sehr weit gekommen. Er ist bei der 300-Euro-Frage und braucht den Anruf-Joker. Die Frage lautet: Wer verdankt seine Bezeichnung leider nicht regelmäßiger Bildschirmpräsenz? Soapsternchen, Serienmörder, Fernsehkoch oder Quizmaster? Bitte verkack's, Froni, bitte verkack's. Nein. Steven, alle. Also A, C und D haben alle Namen, weil sie im Fernsehen sind. Deswegen Bildschirmpräsenz. Weil es sind Soapsternchen im Fernsehen, Fernsehkoch im Fernsehen, Quizmaster im Fernsehen. Nur der Serienmörder, der hat seine Bezeichnung nicht davon, dass er im Fernsehen ist. Sondern dass er. Aber es ist eine Serie. Aber es ist eine Serie, sagt er. Ja, aber das ist ja der Hint. Oh shit, man, stimmt, Alter. Ich bin ja voll. Ich bin noch gar nicht schwach. Also Serienmörder, ne? Weil das da Serie drin steht. Aber er bringt nur Menschen um. Also ich würde dir raten, Antwort B zu nehmen. Okay, okay, dankeschön, ciao. Ich logge B ein. Ich logge B ein. Vertraust du deinem Telefonjoker? Ja. Ich find's schade, dass du nicht Phil angerufen hast. Das wäre so geil gewesen. Phil irgendwo bremsen am Montieren gewesen. Okay, B. Richtig, 300 Euro. Jetzt die letzte Frage, um für 500 Euro safe zu sein, lieber Steven. Als dem älteren Bruder die Kräfte schwanden, trat Raoul in die Fußstapfen von... Munter, vital, rüstig oder fidel? Bruder, Steven ist so lost, Alter. Das ist die schwerste Webinar-Runde aller Zeiten, ey. Aber ich finde auch die 50 bis 500 Euro Fragen sind immer scheiße. Als dem älteren Bruder die Kräfte schwanden. D. Bist du sicher? Ja. Dicker. So viele Leute haben Pillen in dich gesetzt. Willst du nicht nochmal nachdenken? Als dem älteren Bruder die Kräfte schwanden, trat Raoul in die Fußstapfen von Fidel, meinst du? Ja. Okay. Ich hätte gedacht, Raoul rüstig, aber gut. Richtig! Ich hab verstanden, dass er B gesagt hat. Nee. Ich bin so wurz. 500 Euro für Steven. Steven, das nutzen wir immer für einen kurzen Break. Was haben Sie mit Ihrem Gewinn heute vor? Keine Ahnung. Frühstücken gehen. Und 500.000 Euro. Bruder, gib mir alles. Kaviar. Okay, die 1.000-Euro-Frage für Cevape Physike. Welcher Akademiker verwandelt sich durch den Austausch nur eines Buchstabens in ein zentrales Computerbauteil? Der Doktor, Professor, Bachelor oder Magister? Der Chat schreibt gerade, Alter, ich habe bei Raoul an den Fußballer gedacht, ich bin lost. Oh. Also, genau, welche Akademiker verwandelt sich durch den Austausch? B. Professor und, richtig, 1000 Euro. Jetzt die 2000 Euro Frage, Steven. Welche thüringische Stadt ist berühmt für ihren Doppelkorn? Du als alter Schott-Legende musst ja das wissen, ey. Welche thüringische Stadt ist berühmt für den Doppelkorn? Nordhausen, Südhausen, Westhausen oder Osthausen? Rest in peace, Steven. Das ist echt einfach.
Ja, Nordhausen, Südhausen, Westhausen oder Osthausen. Chat, versucht bitte nicht reinzuschreiben, sondern nur, wenn er euch als Joker nimmt. Das wäre super. Digga, Janni schreibt Osthausen. Janni schreibt, ich kenne nur Thüringer Klöße. Ich kenne Nordhausen, also ich mache Nordhausen. Willst du nicht erstmal, Junge, willst du nicht überlegen, Joker, du bist sonst direkt raus. Soll ich A machen? Ich mach sofort A, wenn du rausfliegst, wird Crank dich hassen, der hat 32.000 Pillen, der schaut mich seit 10 Jahren. Der hat alles gesetzt, dass du es hier packst und du sagst, ja, mach Nordhausen. Boah, ich kenn halt nur Nordhausen, das ist das Einzige, was ich kenne. Also. Wir machen A, ist wurscht, wir machen A. Es ist richtig! Ja. 2000 Euro! Balls, Alter. Ich hätte auch keinen Plan gehabt. Balls. Ich wusste gar nicht, ob Südhausen, Westhausen, Osthausen gibt. Ich kenne nur Nordhausen. Das sind die Stadtteile von Nordhausen. Doppelkorn kommt aus dem Norden. Die Stadtteile von Nordhausen sind Osthausen, Südhausen und Westhausen. Okay. 4000 Euro Frage. 4000 Euro. Ah, Steven, was die geilsten Fragen? Erst Ende des 19. Jahrhunderts galt in Deutschland 1 Mark gleich 100 Pfennige, 1 Byte gleich 8 Bits, 1 Stunde gleich 60 Minuten, DIN A4 gleich 2x DIN A5. Was galt davon erst Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland? Ach, Junge, Scheiße, Junge, das ist mich krank, die Fragen. Chat schreibt auch, what the fuck? Ja. Digga, was ist das? Das wäre so eine 100.000 Euro Frage, aber doch, Digga, nicht hier bei, ich weiß nicht, 1.000 Euro oder was ist das? Sven schreibt gerade, Nordhäuser, Doppelkorn ist legendär. Ich habe lustigen Abend damit gehabt. Kennst du das, Stefan? Ja. Schon mal getrunken? Ja. Ich muss auf jeden Fall einen Joker nehmen. Okay, willst du Chat? Willst du einen aus dem Chat oder willst du 50-50? Er kann doch erstmal ein bisschen. Er sagt ja gerade, er will einen Joker. Mach mal. Also ganze Chat ist Abstimmung, ja? Also dann mache ich jetzt eine Abstimmung und frage A, B, C. Ja, genau. Okay. Oh Gott, bitte trollt nicht rein. Leute. Nee, Leute, das wäre jetzt, also trollen wäre jetzt wirklich unfair auch für die gewettet haben. Ich würde sogar sagen, dass alle die gewettet haben, nicht mit abstimmen. Außer ihr seid ehrlich, weil das wäre wirklich gemein. So. Er hat schon Telefon, Joker Moxig. Ja. Richtige Antwort. A, B, C, D oder verreck, Steven. So. So, mal gucken, was ihr sagt, Chat. Ja, also ihr könnt, also ich meine nur, ihr sollt besten Gewissens abstimmen und nicht irgendwie absichtlich falsch. Wenn ihr glaubt, es ist eins von denen, dann macht das ruhig. Ihr müsst es jetzt nicht wissen, aber nicht trollen, bitte. This would be very nice. So, okay, also ich sehe schon eine erste Tendenz, eine deutliche. 31 Leute sagen A, 4 sagen B, 4 sagen C, 6 sagen D. Jetzt sagen 35 A, 70%, 71%, aber es geht okay, noch ein bisschen. Wir nehmen A. Willst du ein bisschen warten? Wir nehmen A. Also viele sagen auch D. Jetzt, also DIN A4, also es ist das Zweitbeste. Das heißt viele, also 71% sagen A, 13% sagen D. Das sind die beiden besten Antworten. Was sagt meiste Antwort? Ist A, gell? Ja. 70%. Tom vertraut im Chat A. Okay. Steven vertraut im Chat A. Ist richtig. Danke, Chat. Nice. Küsschen. Küsschen. Okay. 8000 Euro. Steven hat noch zwei Joker. 50-50 und einen aus dem Chat. Wo tragen Cowboys ihre Chaps? Auf dem Kopf? Um den Hals, am Arm oder an den Beinen? Was wo tragen Cowboys ihre Chaps? Das schreibt man C-H-A-P-S. Also man so muss halt einfach nur wissen, was ist. Chaps. Wo tragen Cowboys ihre Chaps? Auf dem Kopf, um den Hals, am ich Arm, ich gehe mal davon Beinen. Aus, dass es dieser Stern hinten bei den Cowboy-Stiefeln ist. Dann würde ich sagen, an den Beinen. Aber wird es ja nicht sein, an den Füßen? Boom, boom, boom. Ja, aber an Füßen gibt's ja nicht. Also, ich mach D an den Beinen. Willst du keinen Joker? Digga, du fliegst auf 500 Euro runter.
Ich bin Risikomensch. Aber du hast. Du kannst. Sagt Nana, sie soll in den Chat, du kannst sie in den Chat fragen. Digga, Nana schläft, aber sie gibt mir gerade die Kraft, D zu machen. Okay, willst du es dich? Also wirklich? Ich log dann ein. Ja, ja, mach D, weil. Leute, ich weiß nicht, ob das. Okay. Weil auf dem Kopf ist ein Cowboy-Hut. Am Arm, was hat der am Arm? Der hat einfach nichts. Der ist ein Keck. Und am Hals hat der ein Cowboy-Halstuch. Bester. Also kannst du an den Beinen sehen. Bester Teilnehmer ever. Der Cowboy hat nichts am Arm, ist ein Keck. Hat er nicht diese Fransen am Arm? Als Handschuh? Ich weiß auch nicht, was Chaps sind. Das ist vielleicht nur von dieser Cowboy-Marke. Also ich mach schon D. T-Shirt. Ich mach schon D. D ist richtig! Ja. Aber Kendo schreibt gerade. Kendo schreibt gerade, ist nicht der Stern an den Schuhen, das sind die Fransen an der Hose. Oh, hätte auch der Arm sein können, Alter. Alter. Ja. Keine Ahnung, Kendo, also er sagt, es kann, oder die Hose an sich, aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht der Stern hinten. Das sind also zum Sporen geben, meinst du, ne? Das ist nicht die Chaps. Also, ich hab die Frage richtig, also. So, noch zwei Fragen. Bis zur Stufe. 16.000 Euro. Am 30. Januar 1948 starb. Alter, bei dieser Frage wäre Lugi Bogner so gefickt. Okay, nochmal. Oder Sinte. Weil die können gar nichts mit Rechtschreibung. Am 30. Januar 1948 starb Gandhi in Neu-Delhi, Gandhi in Neu-Delhi, Gandhi in Neu-Delhi oder Gandhi in Neu-Delhi? Was? Ja, ich kann es dir nicht, du musst in den Stream gucken, weil der Unterschied ist, dass Delhi immer anders geschrieben ist und du musst halt rausfinden, was 1948 die richtige Schreibweise war. Ich glaube, ich weiß es. Ist der Chat da? Ja, also wo starb Gandhi 1948? In welchem Neu-Delhi? Gandhi in Neu-Delhi? So schlecht in Quiz-Show. Ja, aber auch Gandhi ist immer falsch geschrieben, Mike. Sorry, vollkommen richtig. Gandhi ist einmal, zweimal, immer. Dreimal. Nee, A und D ist auch gleich geschrieben. Ja. A und D ist gleich geschrieben, aber B und C ist anders. Ja, stimmt. Stimmt. Auch das musst du beachten. Also wenn man das so oft, wenn man das zu lange anguckt, Digga, dann weiß man echt nicht mehr, wie es geschrieben wird. C. Ich bin C. Willst du keinen aus dem Chat fragen? Neu-Delhi, nein, Delhi ist doch das Einzige, was richtig geschrieben ist bei C. Delhi. Richtig, also Delhi. Steven. 16.000 Euro. Du bist bei der 32.000 Euro Frage. Du kannst jetzt beide Joker nehmen, das richtig machen und aufhören und du hast geschafft. Okay, nice. Danke übrigens an 140 Zuschauer, die ja gerade Steven bei Wer wird Millionär zuschauen. Okay. Die 32.000 Euro Frage für Chewbacca Physik lautet: Pavel Pifowitz schreibt, für mich waren alle vier gerade richtig. die Frage lautet, einen Hashtag, Alter, das ist 32.000 Euro, will dieses Spiel nicht verarschen. Einen Hashtag findet man am ehesten in einem Schokomuffin, in Multiplex-Kinos, auf einer Twitter-Nachricht oder selbstgedrehten Zigaretten. Oh Mann, ey. Bitte was? Oh. Bitte was? Hat er einen Schokomuffin? Das könnte auch bei Cupcakes sein, das könnte quasi, wenn die irgendwas machen für Twitter oder so. Was? Multiplex-Kinos? Also, ist halt so, wer auch immer diese Quizrunde gemacht hat, der muss ja 90 Jahre alt sein. Denken, das ist schwer. Selbstgedrehte Zigaretten? Ey, ein Quiz um Carsten Schwengermann. Hashtag-Form? Ich nehme mal C in einer Twitter-Nachricht. Alter. Was ist das für eine Frage? Oh, es ist falsch, es sind die selbstgedrehten Zigaretten. Schade, Steven. Kurz geschwitzt. Könntest du mir einen Stuhl geben? Klar. Nimm mal den. Okay. Ah. So, dann kann Steven jetzt was für den Rekord tun. Aber Steven, ich würde dir raten, aufzuhören, wenn du nicht sicher bist, damit die Leute nicht ihre Pillen verlieren, weil du kannst ja immer noch rausfliegen. Kann immer noch rausfliegen. Ja, klar. Und dann bist du bei 500 Euro. Und dann verlieren sie die Wette. Deswegen musst du aufhören, wenn du... Ja. Du hast 50-50 noch und einer aus dem Chat. Die 64.000 Euro Frage lautet: Welche Nation spielt in der Fußball-WM-Qualifikation seit etlichen Jahren gegen die immer gleichen Gegner? Welche Nation spielt in der WM-Quali seit Ewigkeiten immer gegen die gleichen Gegner? Brasilien, Nigeria, Deutschland oder Japan?
Ja, ich hasse sowas auch, das ist immer so ungenau, aber wer spielt dauernd gegen den gleichen Gegner? Brasilien, Nigeria, Deutschland, Japan. So, du hast noch einen aus dem Chat und 50-50. Ich kann auch sagen, dass ich es weiß, Leute. Welche Nation spielt in der Fußball-WM-Quali seit etlichen Jahren gegen die immer gleichen Gegner? Ja, da fällt natürlich ein... Der Chat schreibt gerade, die haben die Fragen vertauscht. Erst die schweren, dann die leichten. Ja, also Nigeria, da sind ja die ganzen Gegner einfach nur aus Afrika drin. Aber das gemeint ist ja immer gegen dieselben Gegner, oder? Genau. Also so kriegst du ja, also jeder Modus ist ja natürlich anders. Aber wer spielt immer gegen den gleichen Gegner? Japan? Also ich will nicht so viel sagen. Japan? Ah, weiß nicht, willst du, ist halt, du hast, ne, du hast keine Absicherung. Wenn du jetzt daneben liegst, dann alles umsonst. Willst du Joker, willst du Risiko, willst du aufhören? Ach so, der Chat hat noch nicht gewonnen. Nein, das meine ich ja. Du musst da aufhören. Ach so. Ja. Das ist halt das Risiko. Also viele, ja, gut, viele melden sich gerade im Chat als möglicher Joker. Klar, Blue Rexer. Wenn wir gleich spielen, kann man bei Mario Kart mitzocken, klar. Ihr müsst mir nur sagen, wie das geht. Ich weiß nicht, wie man bei das... Ja, dann höre ich doch auf. Dann haben die im Chat gewonnen. Ja, also, klar, aber wir führen natürlich auch ein Ranking, ein All-Time-Ranking, wo du dann stehst. Das heißt, umso weiter du kommst, so höher bist du in diesem Ranking. Und Lugi hat die Million gewonnen, Digga. Und du hast auch zwei Joker. Also bevor du aufhörst, würde ich die Joker zumindest nutzen. Lugi, null Google benutzt. Lugi schreibt, die Mio schaffst du. Dann mache ich den 50-50 Joker. Erst 50-50? Oder erst Chat? 50-50. Ja, wie nehme ich denn aus dem Chat? Da sind alle lost. Nee, also das schreibe ich. Ich würde dir vorlesen. Also alle, die sich als Joker, die sagen, also Leute, wenn ihr es wirklich wisst, dann meldet euch. Flying Soccer sagt, hier, Joker, er würde es wissen. Ja, gut, dann nehme ich Soccer, komm. Soccer, du bist im Discord gerade, oder? Ist er? Er ist muted. Yes, ich bin da. Okay, dann ist das jetzt der Joker von Steven. Dann helf ihm doch mal. Die Antwort ist A, Brasilien, weil die in der Südamerika-Qualifikation jedes Jahr gegen die gleichen Teams spielen. Wusste ich. Da gibt es keinen anderen Modus. Da gibt es keinen anderen Modus. Die spielen aber jedes Jahr immer wieder gegen die gleichen Mannschaften. Dann nehmen wir A. Vertraust du Soccer? Ja. Weberli schreibt gerade, er hat einfach gerade den gesamten Chat gefrontet. Okay. A, Brasilien ist die richtige Antwort. Soccer hat es schön erklärt. In Südamerika hast du durch 10 Länder, die immer in der gleichen Gruppe sind, die ein System haben, Deutschland oder Japan, Nigeria. Da gibt es, also, ne, du hast schon Nigeria richtig gesagt, aber da wirst du in Gruppen zugelost und da spielst du immer gegen die anderen. Brasilien spielt immer jedes Mal gegen dieselben Länder, weil es nur eine Gruppe gibt. Deswegen ist Brasilien richtig. Okay. Alter, 125.000, noch 3 Fragen bis zur Million, du hast noch 50-50. Leute, ich würde all mein Geld setzen, dass Steven jetzt aussteigt. die Frage lautet, wenn jetzt eine Hashtag-Frage kommt, raste ich aus. Wer stieg laut Titel des Bestsellers von Jonas Jonasson aus dem Fenster und verschwand? Der Brillenträger, der Katholik, der 100-Jährige oder der Einarmige? Was? Du kleine Leseratte, weißt das doch. Ich meine, Jonas Jonasson und ich, wir sind beide Bestseller. Wir kennen uns natürlich privat sehr, sehr gut. Wer stieg laut Titel des Bestsellers von Jonas Jonasson aus dem Fenster und verschwand? Ja, Leute, guck mal. Froni hat das Buch. Na klar. Okay. Gehen wir mal nach dem Ausschlussverfahren, ja? Ich will es nicht schmutzig machen. Willst du Deck 50-50 oder willst du... Nein, wir machen jetzt Ausschlussverfahren. Es wurde sogar verfilmt. Also, Froni sagt nochmal. Ein Einarmiger kann schon mal nicht aus dem Fenster verschwinden. Warum? Weil er nur einen Arm hat. Digga, da kannst du hochziehen. Ja, nee, aber weißt du, wenn es zwei Seiten Logik? Hat und er ein bisschen runterspringen muss, dann kann er sich nicht gescheit festhalten. Was? Also Einarmiger ist Alter. Nicht. Okay. Ein Katholik geht auch nicht aus dem Fenster. Also ein Katholik geht nicht aus dem Fenster, der geht durch die Tür, weil er ist Katholik. Weil er geht mit Gott und springt nicht aus dem Fenster. Weil Gott ist auch nicht aus dem Fenster gesprungen. Der Brillenträger. Warte mal, der Brillenträger. Gut, der Brillenträger sieht ja sowieso nichts. Und der 100-Jährige ist der Einzige, der quasi vor dem Pflegepersonal weglaufen muss und durchs Fenster muss und springen.
Okay, Digga. 50-50 quasi oder? Wie sagt man? Ausschussverfahren, ja, stimmt schon. Wie sagt man, aus diesem Heim heraus springen wird? Deswegen der 100-Jährige. Hör mal auf, Digga, wenn du jetzt hier falsch machst, verlieren alle ihre Pillen. Und mach Google zu. Ich habe kein Google auf. Ja. Jan, danke schön für 12 Monate. Du bist Nummer 3. Wir Moinsinger. nehmen, wir nehmen, wir nehmen den 50-50 Joker. Alles Gute zum Einjährigen, die hier voll Und wenn der verdient. 100-Jährige drin bleibt, dann nehme ich den. Alter. Dicken Kuss an Jan. Danke schön, mein Lieber. Chat schreibt, du nutzt nicht Google, sondern Bing. Okay, ich mach 50-50. Er ist noch drin. Brillenträger oder 100-Jährige? Der, dann nehmen wir den 100-Jährigen. Bist du sicher, Steven, Alter? Ja. Okay. Es ist richtig! 125.000! Nicht sein Ernst. Junge, wenn du so bei Günther Jauch wärst. Hier ist nochmal das Buch. Also. Ja, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Roman, klasse Titel, ey. Hätte von mir sein können. Okay. Du bist wirklich nächstes, dann war ich Ja, wieder mache im ich direkt Buch. Nach dem Stream. Direkt nach 24 Stunden Stream lese ich das. Patrick, danke schön für den wichtigsten Sub, den Resub mit Twitch. Mit Twitch Prime. Dankeschön, lieber Patrick. Und danke an knapp 150 Zuschauer. Wild. Steven ist Head of Dino Gang, schreibt Fabian gerade. Genau deswegen. Okay, Steven. Du hast keinen Joker mehr. Du bist bei der 500.000-Euro-Frage. Hör auf dein Bauchgefühl. Die Frage lautet: Was misst das von der NSA? Nee, NASA. Nochmal von vorne. Was misst das von der NASA und dem französischen CNES betriebene Satellitenprogramm JASON hauptsächlich. Was misst JASON? A. Globale Temperatur. B. Ausbreitung von Wüsten. C. Höhe des Meeresspiegels. Oder D. Kontinentalverschiebung. Steigst du Also, aus? ich weiß, dass es was mit Wasser zu tun hat, Ja, wenn du weil. aussteigen solltest, können wir aus Spaß antworten. Also, ich weiß, dass es was mit dem Meer zu tun hat, weil ich so viele Dokus über Tsunamis und sowas geschaut habe. Deswegen weiß ich, dass das was mit dem Meeresspiegel, also mit dem Wasser, mit dem Meer zu tun hat. Du glaubst Aber ich nicht weiß nicht, mehr. ob das auf, ob es auf globale Temperatur bezogen ist oder auf Höhe des Meeresspiegels. Also, eins von den beiden ist jetzt bräuchte ich. Das sind 50-50 noch hätte. Hättest du mal eben auf den 100-Jährigen direkt gehört und noch einen 50-50 aufgespart. Ja, jetzt wär echt perfekt, der Ja, 50-50. aber ich dich in die falsche Gasse gelockt. Das habe ich ja gut gemacht. Also, Steven? Also, Ich will unbedingt, dass du Risiko machst. Schatz, es verlieren alle ihre Pillen, wenn er jetzt abkackt. Tut mir, ja, aber Globale wir kennen sie, also, Temperatur, hä? Höhe des Meeresspiegels, Kontinentalverschiebung und Ausbreitung von Wüsten. Also ich würde schon echt sehr, sehr gerne natürlich jetzt noch eins machen, wenigstens bis zur 500.000 kommen. Bitte verkackt, Bruder, bitte verkackt, bitte. Bitte. Warte mal, ich schau mal in den Chat rein, was die Leute sagen, ob ich, mach So mal eine soll, Abstimmung, ob ich okay. noch gehen soll oder nicht. Eins in den Chat für Risiko, zwei in den Chat für Aufhören. Und jetzt dürfen alle abstimmen, auch die gewettet haben. Eins für Risiko, zwei für Aufhören. Jo, nur Einser. Eine, zwei. Zweite, zwei. Ah, ja. Ich würde schon sagen, mehr Einser. Aber Lugi Ja. Bogner spammt auch gerade. Dankeschön für den Follow-Kompa. Weißt du, Lugi Foli spammt singt eins, schon. will keinen mehr oben haben. Ja. Hey, gut, dann, ich sehe ja schon viele Einser, dann machen wir Go for it. Du bist so lost. Okay, was nimmst du? Dann machen wir Höhe des Meeresspiegels. Höhe des Meeresspiegels, sagt Steven. Was hättest du gesagt, Froni? Das Gleiche. Das Gleiche, Ich habe aber keine Ahnung. was sagst du, Stefan? Hast nicht aufgepasst, ne? Ja, gleiche. Gleiche. Und es ist richtig! Ja! Bitte was? Als ob er die 500.000 hat. Junge, wehe du googelst, dann hasse ich dich komplett. Ich weiß, ich google Steven nicht. weiß. So, die 1-Million-Euro-Frage lautet: In Deutschland darf man Cannabis nach dem Betäubungsmittelgesetz straffrei A. anbauen, B. Das weiß ich. besitzen, C. D. ausführen, konsumieren. D. konsumieren. Das weiß ich auch. D. konsumieren. Sicher? Ja. Ja. Du hast 1 Million Euro gewonnen! Digga, die war einfach die Frage.
Alter, was ist denn das? Haben die gewürfelt bei der Schwierigkeit der Fragen? Boah, schon. Digga, diese Frage war so einfach. Alter, holt dir einfach die Million um 8 Uhr morgens, ey. Digga, diese Frage war so geil. Das war genau dieses Zückerli, weil ich diese Frage gegeben habe. Alter, Wahnsinn, Steven. Verdient, ey. Also, ja, wir haben bisher dreimal gespielt. Steven und Lugi haben die Million gewonnen, Moxig 0 Euro. Steven, willkommen im Olymp. Danke dir. Lugi, hallo. Ey, die geilste morgen. Frage war echt die letzte Frage. Morgen. Voll geil, Mann, Alter. Das ist. Die wusste ich natürlich sofort. Okay, Chat. Moin, Lugi. Wollt ihr jetzt Mario Kart oder soll Stefan auch nochmal? Also, ich will den Stefan sehen, ich will den Stefan. Fabian schreibt noch nicht. Ey, komm, das mach jetzt. Stefan muss jetzt auch machen. Komm, Fabian schreibt noch oder, nicht. So oder wir machen heute Nacht. Noch nie so stolz auf Dino Gang und ihren Chef, schreibt Fabian. Ja, wir können ja jetzt und heute Nacht besoffen. Zusammen. Ja, Doppel Edition. Ja, genau. Ah, ja, ich zahle die Wette aus. Steven schafft die 32.000. Tut mir leid, hätte die Crank komplett abgesandt. 32.000 gesetzt, Alter. Naskuranda. Okay, komm, dann einmal machen wir noch. Komm, danach mal Mario Kart. Ich fühle das gerade auch. Wir haben ja noch früh morgens. Wir haben erst eine Stunde 60, Leute. Wir haben noch 23 Stunden und 44. Also, neue Vorhersage? 23 Stunden und 44, mein Lieber. Richtig. Mathe-Mann ist am Start, Bruder. Ich habe gewonnene Wette, mit dem ich gesagt habe, dass ein 100-Jähriger aus dem Fenster kehrt. Ausschussverfahren. Der Einarmige schafft das nicht. Anderes Katholik. Ey, wie du das gewonnen hast, keine Ahnung, aber komplett verdient. Vorhersage. So, schafft Nasco die 32.000. 2 Minuten. Alter. Wir haben doch mit dir auch schon mal gespielt, oder nicht? Mhm. Wie weit kamst du? Ich habe keine Ahnung. Ah, müssen wir das später auch nochmal machen. Ich bin auch zurückgefahren, glaube ich, oder? Weil ich so... Es kann sein. Müssen wir später nochmal neu machen. So, Leute. Aber da wäre ich jetzt, glaube ich, relativ weit gekommen. Ich hätte ein paar. Also das ja, die schwersten Fragen waren am Anfang. Aber das mit dem Jason hätte ich nicht gewusst. Ja, keine Ahnung. So, das war am Anfang, war irgendwie so voll schwere Fragen. Und die jüngste Frage war irgendwie die einfachste. Und bei diesem Serienmörder bin ich ja so hart auf der Leitung gestanden. Ja, aber. Ja, das stimmt, 300 Euro war die schwierigste. Aber wie gesagt, als ich die Frage das erste Mal gesehen hatte, habe ich auch nicht so, hä? Und dann. Aber. Quasi wie bei unser erstes Date, ne? Ja, erst sagt sie, hä, und dann, ja, gut. Dann komm aus Mitleid. Ja, so. Leute, haltet euch die Ohren zu, es kommt Werbung. Kendo wird angeschrieben. Kannst du da schnell weggehen? Der Ort, an dem Alter. Meer täglich nicht nur frisch, kann sondern auch Bio gebacken wird. Wir alle ärgern. Das deutsche Mehl. Echte Bäckerqualität zum Discounterpreis. Du willst wissen, wo dieser Ort ist? Dann geh doch zu Netto. Einer für alles, alles für günstig. So. für Soccer-Card im Chat bin gerne Telefonjoker für alle Sport- und Seefahrts-Wasser- und Co-Fragen. Ich find die fast immer am schwersten. Also das mit dem Hochrein hätte ich nicht gewusst. Ja, Buggy, Steven hat die Million gerade geholt. Fabian, ich brauche dich trotzdem. Ich werde gleich wieder auf dich zurückgreifen, keine Sorge. Jan schreibt jetzt einfach im Chat, dann geh doch halt zu Netto. So. Schafft, Alter, viel mehr Leute glauben an Stefan. Britzel setzt 25.000, dass Stefan es schafft. Steezy setzt knapp 14.000, dass du es nicht schaffst. Moin, Teddy. Ach, nee, da kam Michael. Michael ist auch, dass du es nicht schaffst. 60% glauben aber an Stefan. Es sind wieder, keine Ahnung, 125.000 Pillen drin. Was muss ich schaffen? 32.000, ne? Ja, Kando setzt 20.000, dass du abkackst. Alter, jetzt wird mal. Okay, jetzt. Es glauben 54% an dich und es sind knapp 180.000 Pillen drin. Alter. Okay. Oh. Keine Millionen drin? Ah, hey, Leute, das ist doch nicht richtig, oder? Ist ja egal. Wirklich? Ich finde das ist so schwierig. Ja, das ist egal. Kardinale war die Älteste, oder? Komm, Maske, also. Weiß jemand? Geht easy. Fabian schreibt gerade, unfassbar, dass die Leute mehr an Big Mac Stefan glauben, als die Dino-Gang-Legende Steven. Also wirklich, Leute, ich habe euch hier den Win geholt und die Pillen gesaved. Okay, gesaved. Na gut, alle, die auf dich geglaubt, an dich geglaubt haben, wurden ja belohnt. So, Stefan, 50-Euro-Frage, also, ich hoffe, du kackst ab. 32.000, ich habe die Million geholt. Also, Herr Naskovic, wir kennen uns ja nicht, was machen Sie denn beruflich? Willkommen hier auf dem Stuhl.
Ja, interessiert einen Toten. Erste Frage ist, wer gemein bist du? Wirklich? Ach, ja, sie ist ein leidenschaftlicher Pillendreher und im wahren Leben. Okay, erste Frage lautet. Nee, haben Sie erstmal, haben Sie irgendwie ein Publikum mitgebracht, Herr Naskovic, oder haben Sie keine Freunde? Mein Publikum, ja, natürlich. Die komplette Community ist am komplette Start. Community! Wie viele Tickets haben wir denn rausgegeben? Ist ja Wahnsinn. Okay, erste Frage lautet. 145. Guten Morgen, Komposter. Dankeschön für den Follow. Wie dicker. Erste Frage, 50 Euro. Wer sich tierisch ungezwungen ausdrückt, der redet frei Schnabel, Schnauze, Rüssel, Maul. Also wenn du jetzt nicht Rüssel sagst, bist du ein Keck. Mike ist immer frei Rüssel, ne? Immer frei Rüssel, Bruder. Jo, machen wir B, ja. Jo, machen wir B, sagt er. Ja, Stefan, du bist raus. Es war Rüssel. Frei Maul. 100 Euro Frage. Wer einen Zuckerwürfel in seinen... Was ist da? Okay, das muss Stefan wissen. Ich kann ja nicht vorlesen. Wer einen Zuckerwürfel in seinen Räubusch gibt, der ist sturzbetrunken, liegt unterm Tisch, hat einen Tee, hat alle Lampen an. Ich kenne das nicht. Ich hätte ein Problem mit der Frage. Was ist ein Räubusch? Also, das klingt für mich wie ein Nationalspiel also, von Holland. Räubusch ist meistens ein Tee, der noch leicht mit Vanille versetzt ist. Alter. Aber ist ein Tee, ganz einfach. Also er hat einen Tee. Hätte ich gewusst. 100 Euro. Wahrscheinlich spricht man es Räubus aus, aber in der bayerischen Wille heißt es ja Räubusch. Hast du Räubusch gesagt? Sag mal Räubusch oder Räubus? Nein, es ist ein... Also ich frage gerade nass. Räubusch. Räubusch? Räubusch. Mhm. Was ist denn das? Ist es holländisch oder was ist das? Es ist ein Tee, wahrscheinlich... Woher kommt meistens der? Aus Indien, wie die meisten Teesorten. Und wird ganz einfach von der Plantage gepflückt. Und der hat einfach nur noch eine... Dass er noch mit Vanille... versetzt ist. Ja, warum betonen die Inder denn BOS wie ein Busch? Naja, okay. Was? Sri Lanka Busch? Ja, Sri Lanka und Indien kommt es. Warum Sri Lanka? Ja, genau, ja. Sri Lanka ist auch ein großes Land, was Tee liefert. Die sagen auch zu Hugo Boss, Hugo Bosch. Also angeblich ja. Okay, 200 Euro Frage. Beruhigen Sie sich da. Könnte das Publikum bitte ein bisschen leiser sein und die Dino-Tierchen später verzehren? Super, dankeschön. 200 Euro Frage. Wo richtig viel los ist, da geht redensartig die Post ab. Oder auch die Elli, Luzi, Leni, Gerdi. So, Stefan überlegt gerade, mit wem hatte ich früher nichts? Wo richtig viel los ist, da geht redensartig die Post ab. Mit wem hatte ich früher nichts? War das Elli, Luzi, Leni oder Gerdi? Wer von denen ist abgegangen und wer nicht? B, die Luzi war wohl die Beste. Und Luzi ist richtig. Stefan, erzähl doch mal. Nee, komm. 300 Euro. Die Moxig-Frage, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob Moxig. Ich weiß nicht, ob Moxig da gescheitert ist oder in der nächsten. Also, wir sind im Moxig-Bereich auf jeden Fall. Janni schreibt, mit einer Gerdi hätte ich gerne mal was. Ja, Janni, dann. Okay. Viel Erfolg. Das bleibt quickly. Ja, nächste Frage. Wovon ist Buda durch die Donau getrennt? Pocken, Typhus, Pest oder Cholera? Das weiß ich sogar. Was? Wovon ist Buda durch die Donau getrennt? Mhm. Wenn du das nicht weißt, Stefan, bin ich wirklich enttäuscht. Aber kein Druck. Wovon ist Buda durch die Donau getrennt? Chat, aufpassen, nicht spoilern. Wisst ihr das alle nicht? Also Chat schreibt auch, was ist das denn? Okay, noch mal langsam. Wovon ist Buda durch die Donau getrennt? A. Pocken, B. Typhus, C. Pest oder D. Cholera? Sonst halt Joker. Steven hat auch bei 300 Euro Joker genommen. Wenn ich jetzt, hast du gefragt mich, ich kann dir helfen. Also ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir echt nicht sicher. Ja, dann, also bevor du hier den Moxig machst, würde ich... Ich habe Moxig damals auch gesagt, als Joker nehmen, hat's nicht gemacht. Nimm lieber Joker, Digga, bevor du rausfliegst und du keck bist. Ja, ist gut. Warte mal. Telefon-Joker. Soch hat gesagt, dass er kann, oder? Kannst du es, Socher? Ja, das Ding ist... Ja, gut, das ist das gleiche wie ich bin einer aus dem Chat. Aber okay, dann ruf Soccer an. Soccer ist wieder der... Nee, du kannst jetzt auch theoretisch... Ja gut, ich kann auch irgendwen anrufen, aber wer geht um 9 Uhr ran und wer wird Millionär spielen? Also, kannst du Soccer nehmen, passt schon.
Okay, Herr Socker, Sie haben vorhin, Sie sind ja befreundet mit jedem hier. Wir rufen Sie das zweite Mal heute Morgen an. Was machen Sie gerade? Stören wir Sie? Nee. Perfekt. Ich schaue nur gerade was im Fernsehen an. Ja, wir winken mal ganz kurz an Socker. Okay, dann lösen Sie doch bitte mal. Also wenn das richtig von mir verstanden ist, ist es die Pest, nämlich Budapest. Ach so, ach du Schau, auch die Stadt ist doch ist das schlecht. Jo, alles klar. Ja. Nimmst du 10? Ja, definitiv. Und Pest ist richtig. Die Donau fließt durch Budapest und die Stadtteile sind Buda und Pest. Deswegen ist Pest die richtige Antwort, mein lieber Chat. Ist das wirklich so, dass die Stadtteile Buda und Pest sind? Ach, ja. Jo. Ja, 100%. Das weiß ich tatsächlich. Ich war noch nie in Budapest, deswegen. Soll sehr schön sein. Ich leider auch nicht. Würde ich auch gerne mal hin. 500 Euro. Ein Cello-ähnliches Streichinstrument. Oder das ist, Musik ist Stefan halt Baba. Ein Cello-ähnliches. Ja. Man nennt ihn auch. Also früher. Es gab für uns früher in der Schule Dr. Dre und Dr. Nasco. So, ein Cello-ähnliches. Von Anfang an, seit seinen sechs Lebensjahren hat er, glaube ich, die erste Arschgeige gespielt und seitdem ist halt Streichinstrument auf ihn. Ja, Flöte blasen kann er auch super. Neben Timbaland gab es auch Nascoland, also super Typ. Ein Cello-ähnliches Streichinstrument heißt Viola da Hummer, Krabbe, Scampi. Gamba. Ich bin ehrlich, ich hätte keinen Plan. Boah, ich hätte keinen Plan. Ein Cello-ähnliches Streichinstrument heißt. Ja, liest du ruhig. Ah, Mike, du musst noch den Telefonjogger wegmachen an der Seite. Nee, kann ich nicht. Wenn ich den drücke, dann nutzt das Spiel, ruft das Spiel irgendein random KI an. Deswegen. Ach so. Merken wir uns einfach. Wenn er praktisch. Ja, hast du vergessen. Einloggt? Ja, hätte ich machen können. Also, da musst du echt einen Joker nehmen. Also, Digi, das weiß doch kein Mensch. Kann ich am nächsten Mal. Nee, ich habe schon mal sowas gehört. Also ich habe keine Ahnung. Also Chat, schreibt schon mal rein, wer es wüsste, wenn Stefan den einen im Chat fragen will, einfach hier schreiben. Socker schon wieder, Alter. Socker, der Socker rechts im Laptop, alles im Google. Nee, ruf mich an. Mu, guten Morgen, Mu. Mu schreibt gerade, wenn du den Telefonjoker nimmst, dann ruft das Spiel irgendwo auf der Welt einen random Dude an. Da kommt so, oh, guten Tag, Sie sind verbunden mit... Mit Roy Busch? Nee, eigentlich ist... also ich mach mal hier ein bisschen Ausschlussverfahren. A und B kann schon mal nicht sein, weil es einfach deutsch gesagt ist. Hummer und Krabbe. Viola da Krabbe, Viola da Hummer, klingt einfach beschissen. Scampi ist, oder Gamba? Ist Gamba auch im Englischen Gamba? Ja? Ist das so? Ach, Quatsch, ach, nochmal Ausschlussverfahren. Gamba ist doch gar kein Tier, oder? Das beantworte ich jetzt nicht. Was hat er gesagt? Gamba sei kein Tier. Ich als Günther ja auch würde. Also, ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß die Antwort selber nicht, aber so wie es klingt, würde ich Ihnen empfehlen, den zweiten Joker zu nehmen. Nee, ich mach Gamba, los. Hätte ich auch gemacht. Du machst Gamba. Ich hätte auch Risiko gemacht. Okay, dann ist es hiermit eingeloggt. Ist es hier mit, nicht B. D. Nee, D, Gamba. Achso. Ja, Mu schreibt schön, dass ich nach anderthalb Stunden mit Guten Morgen Mu begrüßt werde. Guten Morgen Mu, wie geht's Rocky? Sleeping Dogma, Nummer 4, der 12 Monate hier reinzappt mit Twitch Prime. Herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Viel Spaß heute. Who Day? Grüße an den Bengals-Fan. Was geht ab? Vielen lieben Dank. Mumi schreibt Risiko, reimt sich halt auf Nasco. Ja. Nasco Risiko. Okay, also Gamba sind Tiere. Gambas. So Forrest Gump, Digga. Aber sind Gambas nicht eine Art? Ach, diesbezüglich, ja, stimmt. Ja, aber es sind Tiere. Ja. Also, ich meine, das sind keine Tiere. Das ist korrekt. Sind, ich weiß aber, Hummer sind auch im Englischen Hammer, oder? Oder ist es. Sagt man das anders? Lobster, stimmt. Ja, Hummer auf Deutsch halt. Stimmt. Und sind Scampi auch Scampi im Englischen? Da wäre ich mir null sicher. Es gibt sie als Fluss. Krebse, beziehungsweise wie so eine Languste sind sie meistens. Oder die ganz kleinen. Kann ich mal einloggen, bitte? Kendo schreibt, Nasco und Risiko reimt sich nicht, ist nur das K.O. am Ende. Okay, also du sagst Gamba, ich mach mal hier das Telefon, um einfach mal einzulösen. Aber wegzuschauen, weil da sehen wir die Antwort, oder? Ist ja scheißegal, weil... Okay, so, Gamba ist richtig, 500 Euro für Nasco. Sehr gut. Bam. Nice, okay. Die 1000-Euro-Frage.
Betrachtet man, oh Gott, jetzt muss ich Französisch reden, ey. Betrachtet man les parablus von. Les parablus. Du hast es, glaube ich, schon auch richtig ausgesprochen. Ja, da ist ein S am Ende. Ja. Aber wenn du es wieder besser meinst, ja. Ja. Arthur. Les perroquets. Betrachtet man les parablus, plus, wie auch immer, von Pierre-Auguste Renoir, so sieht man auf dem Matt Scheiben, Fernseher, Bild, Schirme, Flimmer, Kisten. Oh. Gut, also ihr müsst wissen, Stefan und ich hatten beide Französisch in der Schule. Wir hatten beide ungefähr gleich viel Spaß daran. Es gibt diverse Videos aus dem Unterricht, wie wir eskalieren und auf Tische hauen. Nochmal, betrachtet man Les Parablus von Pierre-Auguste Renoir, so sieht man auf dem Mattscheiben, Fernseher, Bildschirme, Flimmerkisten. Du weißt es? Froni weiß es. Ich habe keine Vermutung. Aber auch das ist doch wegen meiner. Nein. Das ist ein Film, glaube ich. Wegen was? Also es gibt viele, die es wissen. Ja, aber Parablü, Paragleiter kann man sich ja ein bisschen abgleiten. Paragleiter kann man sich abgleiten. Ja. Ableiten meinst du oder abgleiten? Ey, Paragleiter. Abgleiten, beides, genau. Ja. Ja, ich war in Französisch fast so gut wie in Mathe, Weberli. Also ich weiß es auch zu 95%, obwohl ich keinen Plan habe. Ich weiß es zu 100%. Okay, was sagst du, Stefan? Joker oder? Ich sag Bildschirme. Hätte ich auch gesagt, auf dem Bild Schirme, was wahrscheinlich irgendein Gemälde ist, aber ich habe keine Ahnung. Willst du? Nee, würde, ich glaube, das ist ein Film. Okay. C ist richtig. Die Parablü, ja. Ja, davon habe ich keine Ahnung, aber ich dachte einfach nur, von den Antwortmöglichkeiten macht auf einem Bild Schirme sehen am meisten Sinn. So, deswegen. Ja. Moin, Singer, Masi, Dista, Grüße. Okay, gut, Stefan. Stark. Und weißt du, was krass ist? Nee. Parablü benutzt man im Bayerischen für einen Regenschirm. Cool Story, Bro. Finde ich schon. Nächste Frage. Französische Einflüsse. Mike geht jetzt jedes Mal rum. Hast du mein Parablü mitgebracht? Ja. Aber nein, du musst es ein bisschen, ja. Ein bisschen bayerisch. Servus. Ja, das ist der Parablü. Alles Parablü? Du bist Oktober für die Wiesen? Ist ernsthaft so. Geh mal auf die Wiesen mit der Parablü. Meine Mutter, meine Tante sagt es immer noch. Ihr hättet gerade, machst du mit Parablü? Okay. Was hat das damit zu tun? Wenn es den Boss mit Bossen gemacht. Nächste Frage. Lavinia, Kalanta, Estefania, Loredana, Sarah Jane, Jeremy Pascal, Sarafina, Silvana, Silvia, Steven und Dieter gehören zur TV-Familie. Sarikakis, Wolny, Walton, Hoppenstedt. Ja, das sind, soweit ich weiß, die Wolnys. Bist du nicht auch irgendwie mit denen? Ich? Ja, total. Ja. Alter, da Alter. Sarafina und Estefania, da wo sie die Treppe runterruft. Oder hochruft. Ja, das sind ich glaube, das ist die erste Frage, die Melli beantworten kann. Melli schreibt, fragt nicht. Du sagst Wolny? Ja, Wolny. Wolny ist richtig, 2000 Euro. Patrice, Grüße in die Schweiz. Grüezi. Vielen lieben Dank für die Subbomb. Patrice beschenkt die Community zum Einjährigen. Damit schon 7 Gifted Subs insgesamt. Patrice, erste Subbomb an 5 Leute. An M. The Hell, Marcel, Rennick, Major Capati, Jeremias und Paul. Patrice, vielen lieben Dank. Dankeschön. Nächste Frage. 4000 Euro. Du hast noch 3 Joker. Wer verlor Anfang 2014 bei Unwettern über Rio de Janeiro Teile seiner rechten Hand? Wer verlor 2014 bei Unwettern über Rio Teile seiner rechten Hand? Lucifer, Heiliger Geist, Christus, Madonna. Boah, kannst du mal vorlesen? Ja. Wer verlor Anfang 2014 bei Unwettern über Rio de Janeiro Teile seiner rechten Hand? Lucifer, der Heilige Geist, Christus oder Madonna? Boah, keine Ahnung, ja. Also Chat, Dankeschön, Maxi. Chat schreibt es sehr einfach. Easy, schreibe ich? Ja. Ja gut, mache ich mal hier fett Publikumsjoker rein, ne? Publikumsjoker! Also alle, ne? Mhm, ja. Ach, stimme ich immer auch mit ab.
Froni will auch mit abstimmen. Okay, aber nicht trollen, Leute. Ne? Ich troll jetzt rein. Nein, nicht trollen, Leute. Sag dir neben mir, ich troll jetzt rein, Alter. Steven, weißt du's? Steven, bist du noch da, Digga? Bist du eingepennt auf der Couch? Ich glaube, er redet mit Nana. Ah, er flüstert. Mit Nana. Hey Nana, ich habe die Million gewonnen. Ich kaufe uns davon ein Frühstück. So. Okay. Die Abstimmung geht seit 3 Sekunden und ist, glaube ich, schon sehr eindeutig. Also, keiner sagt bisher B, einer sagt Lucifer, 2 sagen Madonna und ja, 40 Leute, also 93% sagen Christus. Mhm. Bist du A gewesen, Froni? Ja. Froni sagt Lucifer. Ernsthaft? Dass du also, Stefan so unterstützt, das ist eine Frechheit. Schon näher. Ja, finde ich auch eine Frechheit. Christus ist... Aber es ist du warst gerade kurz weg, Stefan. Ja. Du lagst gerade ein bisschen. Hallo, oder wieder? Stefan? Da, ne? Hallo? Du hast gerade ein bisschen gelaggt, sag nochmal. Nee, Stefan, man hört dich gerade nicht. Geh mal aus dem Discord raus und nochmal rein, bitte. Du, die Verbindung ist gerade schlecht. Geh mal raus und nochmal rein. Warte kurz. Paul! Vielen lieben Dank für 4 Monate auf Stufe 1. Leute, heute eskaliert es komplett. Vielen lieben Dank. Nasko, Alter, das ist das Problem, wenn du direkt am Berg wohnst. Über dem Kuhstall. Gibt's nichts Gutes. Ich höre dich jetzt. Ja, red nochmal. Also, was hast du gerade gesagt? Ich habe nur irgendwas mit Christus verstanden. Ja, genau. Danke, Paul. Das ist die Statue auf dem Zuckerberg, oder? Also, das ist zumindest nicht Lucifer. Ja, das ist nicht Lucifer. Nee, C ist richtig. Ja, also, C passt. 51 Leute sagen C, 94%, nee, 95% sogar. Es haben einfach 55 Leute abgestimmt und 52 sagen C. Okay. Dann C. Und damit hat Stefan 4.000 Euro. Nächste Frage. 8.000. Wie viele Jahre lagen zwischen den beiden Hochsprung-Olympiasiegen von Ulrike Meifert? Oh, Stefan als Olympialegende weiß das natürlich. Carmen schreibt gerade, welcher Zuckerberg? also 8.000 Euro. Wie viele Jahre lagen zwischen den beiden Hochsprung-Olympiasiegen von Ulrike Meifert? 4 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre oder 16 Jahre? Digga, also da musst du einen Joker einsetzen. Also, wenn du da kein Hochsprung-Experte bist, dann kann man das niemals wissen. Ist Ulrike Meifert nicht deine Tante, Stefan? Das musst du eigentlich wissen. Also Chat schreibt, glaube ich, die schwierigste Frage von allen bisher. Also weiß irgendjemand aus dem Chat die Antwort, dann mal kurz hier schreiben. Ich finde es auch unfassbar schwer. Wie viele Jahre lagen zwischen den beiden Hochsprung-Olympiasiegen von Ulrike Meifert? 4, 8, 12 oder 16 Jahre? 8.000, ja. Aber Wissen ist keine Frage. Und Steven bei einer Million Cannabis, was darf man damit? Aber hier, Kesho schreibt hier, ja. Ciao. Ja, ich bin... Patex schreibt hier. Was schreibt er? Also Patex und Kejo würden beide sich anbieten, solltest du den Joker nehmen, einen aus dem Chat. Ich glaube, ich wüsste es auch. Ja, müssen wir, also muss ich, ja. Ja wer war zuerst? Zuerst war Kejo. Willst du ihn nehmen? Ja, dann hau rein. Moxig schreibt auch hier. Bro. Kejo, dann schreib dir mal bitte gerne in den Chat. Deine das ist Antwort. Echt die schwierigste Frage. Gerne ist, mit Begründung. Wenn du aber reinkopierst aus Wikipedia, bitte achte drauf, dass da nicht Wikipedia steht. Kleine 1 oben. Leute, wird bald Zeit mit Maggi mit Ei, oder? Hm? Dann fange ich nicht wieder an. So, warten kurz auf Kicho. So. Kejo schreibt, 12 Jahre müssen es sein, da sie sehr jung ihren ersten geholt hat. Das ist die Begründung? Genau. Ist das die einzige Begründung? Es könnte auch 16 dann sein, oder, wenn sie sehr jung war. Nee, er hat nicht mehr geschrieben. 12 müssen es sein, da sie sehr jung ihren ersten geholt hat. Ja, okay, er kann sich ja noch ein bisschen, er hat noch ein bisschen Zeit. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Kejo, hast du noch mehr Infos oder war es das? Was geht, Buserico? Bei der letzten ist sie erfolglos ausgeschieden, schreibt Kejo noch.
Deswegen sagt er 12. Ah, ja, aber dann. Das finde ich jetzt schon als Begründung voll in Ordnung. Ach, muss vertrauen. Was bleibt mir noch als Joker 50-50? Nee, den muss ich mir noch aufheben. Komm, Risiko. 20 Jahre. Pejo. Schwierig, oder? Wir gehen alle auf deinen Rücken jetzt drauf. 12 Jahre, ja? 12 Jahre. Richtig! Jawohl, das ist unfassbar. Easy, easy, easy. Weil sie es früh geholt hat. Wer zum Meinhard ist war? Ulrike Meinhard? War das damals eine DDR-Hochspringerin oder weiß das jemand? Oder eine ganz normale, also eine BRD? Kennt, du schreibst, wer zum F ist Ulrike Meinhard? Ja eben, das also ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht ganz genau. Ich weiß nicht. Stefan, du hast nur noch 50-50, ja? Ja, nur noch. Und noch zwei Fragen. Das wird interessant, ey, Leute. Okay. Sie heißt halt einfach Maifurz. Stimmt, Maifahrt. Maifurz. Oder Mainfurz. Okay. 16.000 Euro Frage, Stefan. Wie heißt, also das, Stefan, das musst du wissen. Frau Borstel wäre sonst sauer. Wie heißt ein Nebenfluss? Ich hoffe, sie hat zu, ey. Frau Borstel, wenn Sie im Chat sind, Grüße gehen raus. Frau Borstel hat Erdkunde bei uns unterrichtet an der Schule. Und Biologie. Und ich weiß nicht, ob du da schon auf deiner Schmidt warst, aber wir haben sehr genau auch die Bundesländer und ihre Geografie auseinandergenommen. Wie, was denn? Gibt es da nicht auch so einen Merkspruch? Und das hätte ich niemals gewusst, Alter. Okay. Wie heißt... Weil Stefan Lauch ist, würde ich Lauch nehmen. Ja gut, du kommst auch du kommst auf einem anderen Planeten. Wie heißt ein Nebenfluss der Lahn? Lauch, Kerbel, Dill oder Thymian? Boah. Wenn man nach Hausverfahren geht, sind Kerbel, Thymian und Dill Kräuter. Lauch ist ein Gemüse. Ich glaube, darum geht's, ja. So hardcore. Ich glaub, du bist auf dem richtigen Weg, Alter. Mach halt 50-50, dann kannst du dir sicher sein, dass es keins von den anderen ist. Du es ja. Ich weiß so 100%, ja. Ich weiß 1000%. Nein, ist nichts anderes übrig. Ne? Bruder, ruf mich an. Ah, du hast keinen Joker mehr, schade. Na, du hast ja 50-50, oder? Naja, mach 50-50, geht nicht anders. Kannst du den Spruch für die... Ja. 50-50 Joker nimmt Stefan und es bleibt über Thymian oder Dill. Es sind zwei Kräuter, scheiße. Was? Scheiße. Also eins von beiden ist ein Fluss. Ich wusste das auch. Dill oder Thymian? Aber gibt es ernsthaft, wie hießen denn diese ganzen Flüsse-Sprüche? Flüsse-Sprüche, da gab es doch auch einen Fluss. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan, wie ihr in Bayern euch Flüsse merkt. Hä? Ja, schau, Lugi schreibt okay, auch, da, ja, auch das für die Donau. Was sagst du? Noch gar nichts. Okay. Da ich Thymian mehr mag, nehme ich aber Dill. Da ich Thymian mehr mag, nehme ich Dill. Das ist geisteskrank abgeleitet, ey. Dill ist richtig! Es ist der Lahn-Dill-Kreis. Es ist ein einziger Landkreis. Lahn-Dill-Kreis, Leute. LDK. Da schreibst auch, Ken. Du schreibst auch. Ja, ja. Junge, der Frau Borstel wäre sauer. Wie merkt ihr euch die Scheiße, Froni? Ich hab doch gesagt, hättest du es gewusst? Ja. Lahn-Dill-Kreis, Digga. Das gibt Autokennzeichen auch so. Das ist in Hessen. Du geh Google mal schnell und schick's rein. Es gibt den Donauspruch, relativ. Haben wir die Flüsse in Bayern gelernt. Mit dem. Hier. Ja, genau. Was? Isar, Lech. Iller. In? Mit zwei N eigentlich schon die? Zur Donau hin, Möritz, Altmühl, nah und Regen fließen ihr von links entgegen. Ja. Alter, nichts, was auswendig, nicht dein Ernst. Ja, und dann in falsch schreiben. Noch mit zwei ändern, das ist in Ordnung. Ja. Okay, Leute, Stefan hat keinen Joker mehr. Stefan ist bei der 32.000 Frage. Heißt, er könnte jetzt aufhören, dann steht er im Ranking bei 16.000, aber er muss es richtig beantworten für die Vorhersage. Danke an 160 Zuschauer. Die Frage lautet: Was tat der englische Polizist Robert Garside, ich weiß nicht, Garside, zwischen 1997 und 2003. Alter, Stefan hat auch viel schwierige Fragen, ey. Er überfiel 21 Banken. Er rannte um die Welt. Er sprach kein Wort. Er bewies Gott. Guten Morgen beim Stichwort Gott an Bambi. Was geht, mein Süßer?
Ich weiß, dass irgendwas in New Delhi, glaube ich, damals war. In New Delhi? Ich weiß es auch. Also ich habe es mal gehört, aber ich bin mir nicht, ich würde niemals dafür gehen, aber wenn man halt dafür gehen muss, dann, ja. Ich habe noch keine 32.000, ne? Nee, du musst diese Frage richtig haben, dann hast du 32.000. Und ich habe keinen Joker. Genau, du hast keinen Joker. Wenn du falsch hast, bist du bei 500 Euro im Ranking, wenn du aufhörst bei 16.000. Ja. Was tat der englische Polizist Robert Garside zwischen 97 und 2003? Ich bin mir einfach nicht sicher zwischen B und C. Englischer Polizist. Ja, ich muss Risiko, scheißegal. Also A und D kann ich, glaube ich, ausschließen. Aber ich sag, hörst du mich? Ja, ich höre dich zu. Okay, alles klar. Ich sag, boah. Ich sag B, er rannte um die Welt. Stefans Antwort ist B, er rannte um die Welt. Du hast mir schon vorhin den Hint mit Gamba gegeben. Es muss irgendwas damit sein. Er rannte um die Welt. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Du meintest gerade, Schatz, du hast D erst jetzt verstanden. Was meinst du damit? Ich hab nicht verstanden, was bewies Gott? Also bewies er etwas Gott? Naja, er hat bewiesen, dass es Gott gibt. Gott gibt, genau. Ich habe keine Ahnung, bevor ich jetzt euch zu Wort kommen lasse. Steven, hast du eine Ahnung? Ja, ich weiß es. Also ich hätte gedacht, Froni. Sorry. Ich hätte gedacht, was kann er gemacht haben, dass halt um die Welt geht? Also er sprach kein Wort, es wäre für mich niemals richtig, weil warum sollte das krass sein? Er bewies Gott. Hätte man, glaube ich, mitbekommen, ne? Ja. Ging auch nur bis 2003 danach. Ich dachte, er überfiel 21 Banken, aber dann wäre halt die Frage, warum fällt das nicht auf, wenn er 21 Banken überfällt? Es wäre für mich auch zwischen A und B. Ich glaube, irgendwie A, aber... Ich hätte auch A. Was sagst du, Steven? Also ich würde A sagen, die Antwort von Stefan ist ja schon eingeloggt, darf ich auch sagen? Ja, ja. Ich mache erstmal B und B ist... Richtig, Stefan! B ist richtig! Er rannte um die Welt, Alter! Ich hätte eher A gemacht. Alle damit A gekommen seid, ey. Ich hätte eher A gemacht. Alter, ich auch. Chat schreibt auch Polizisten, der hat wirklich Banken überfallen. Ja. Und ist immer als ermittelnder Angestellter quasi hingegangen und hat seinen eigenen Banküberfall untersucht. Ja, genau. Aber ich dachte, deswegen dachte ich auch A. Das habe ich auch gehört. Deswegen meinte ich das ja vorhin. Aber ich dachte mir halt, warum ich am Ende auch gezweifelt habe, 21 Banken, das kann er halt bei 3, 4 machen, aber wie will er denn 21 Banken überfallen, ohne dass es auffällt? Das wäre halt krass gewesen. Chatschat aber auch, die meisten dachten A, ist aber B. Boah, krank. Krank. Moin Jules, was geht? The Running Man, schreibt Kendo. Krass. The Running Man, ja. Also er rannte irgendwas um die Welt, heißt wirklich... Okay, Stefan hat 32.000, damit wäre die Vorhersage richtig, wenn er aufhört. Hör dir die nächste Frage nochmal an. Mhm. Welche Volksvertretung hat für ihre offiziell 650 Mitglieder im Hauptversammlungsraum rund 200 Sitzplätze zu wenig? Britisches Unterhaus, US-Senat, Deutscher Bundestag, Europaparlament. Welche Volksvertretung hat für ihre offiziell 650 Mitglieder im Hauptversammlungsraum rund 200 Plätze zu wenig? Britisches Unterhaus, US-Senat, Deutscher Bundestag, Europaparlament. Was für Fragen, ey. Hörst du auf? Das ist. Ja, keine Ahnung. Hörst du auf? Hat er noch einen Joker nicht, oder? Nein. Okay. Ja, ich würde eigentlich aufhören. So, damit. Kann ich auch kaum was ausschließen. Du bleibst bei 32.000. Damit ist ja richtig. Ja. Alle, die auf Nasco gesetzt haben, bekommen ihre Pillen. Bang. Was wäre es gewesen? Wäre es A gewesen? Warte, ganz kurz. Ich muss erst eintragen hier. Nasco. Schafft die 32.000. Ich glaube, ich hätte auch A gesagt. Ich glaube, das ist das britische Unterhaus. Die sitzen doch immer so eng zusammen. Naja. Ich habe auch letztes Mal gelesen, dass der Bundestag zu wenig Plätze hat. Aber ja, weil 200. Genau, nichts. Also US-Senat auf keinen Fall. Bundestag glaube ich auch nicht. Parlament, Europaparlament, keine Ahnung, kann auch sein. Ich hätte gesagt, britisch. Genau, A oder D hätte ich. Ja. Ich hätte A gesagt. Dann sage ich D. Ich hätte A gesagt. Britisch Unterhaus sind noch immer diese gegenüberliegenden Seiten. Moinsinger, schön, dass ihr Spaß habt. Ich muss in ein Möbelgeschäft, könnte weinen. Viel Spaß euch, Mike, du passt das. Dankeschön, Schritt, schönen Tag dir auf jeden Fall. Soll ich für dich D einloggen, Stefan?
Ja, mach mal den. Ich hätte A gesagt und A ist richtig. Zum Glück bist du rausgegangen. Ja, okay. Das Europaparlament ist ein Ja, sehr gut. Läuft. Bambi schreibt, C kann auch sein, so wie der Bundestag gewachsen ist durch Überhangmandate. Ja, die haben zu wenig Plätze, 100 pro, aber nicht 200. Darum ging es ja in der Frage. Okay. Hi, mein Kühlschrank heißt Bob, wie heißt deiner? Meiner heißt Freezy. Freezy? Ja, natürlich. So. Ja, der Bob fließt, Larry, also Freezy. Oder Bob Larry, ja. Okay, Leute, ich hätte gesagt 9:20 Zeit für Mario Kart, oder? Hansi hat ja schon vor einer Stunde angekündigt. Wir müssen die Leute jetzt auch darüber holen. Unser erster Switch-Stream. Okay, Steven, du schreibst später, wenn du abends oder so kannst. Jo. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Grüße an Nana. Dann bis später. Bis später. Ciao, mein Lieber. Ciao, ciao.